Der Fotograf Erich Lessing hat wie kaum ein anderer das Europa der Nachkriegszeit dokumentiert. Und erst kürzlich hat er der österreichischen Nationalbibliothek sein Privatarchiv von rund 60.000 Fotos vermacht. Erich Lessing war auch Mitbegründer der internationalen Fotoagentur Magnum. Eine Auswahl seines Schaffens ist derzeit bis zum 26. Oktober im Atelier Jungwirth in Graz zu sehen. Das wohl berühmteste Foto von Erich Lessing ist die Präsentation des österreichischen Staatsvertrages 1955. Die zweite Republik, in der wir heute leben, ist die, die eigentlich fast alle Österreicher wollen. Und dies ist die Geburtsstunde. Politik und Gesellschaft der Nachkriegszeit sind in den Bildern festgehalten. Dokumente, in denen der jeweilige Zeitgeist durchschimmert. Der Versuch war zu zeigen, wie hat denn die Welt, unsere Welt, ausgeschaut zwischen 1948 und sagen wir 1965. Begegnungen mit vielen Künstlerpersönlichkeiten prägten den Fotografen Lessing, der auch rund 60 Kunstbände herausgebracht hat. Schön war es, Menschen kennenzulernen, die man sonst im normalen Leben eigentlich selten oder gar nicht kennenlernt. Es sind Fenster in die Vergangenheit, die der frisch gebackene 90er Erich Lessing im Atelier Jungwirth in Graz präsentiert. Ich habe die Bilder nicht ausgesucht, sondern ich habe es Jungwirth gelassen. Und was herausgekommen ist, ist ungeheuer eindrucksvoll und gibt mir auch einen neuen Blick auf mich selber. Erich Lessings Magnum-Fotos haben eine Epoche und ihre Entwicklung in starker Bildsprache festgehalten und für die Nachwelt konserviert.